Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Heute haben wir ein weiteres Programm, nämlich ihr seht es auch schon, die Multiplikation. In der letzten Folge hatten wir Addition, Subtraktion und natürlich folgen jetzt erstmal Multiplikation, danach auch Division. Ich habe das jetzt aufgeteilt, ich mache nur einen Befehl quasi, eine Rechenart pro Video jetzt, weil ihr seht, es geht immer weiter. Und jetzt haben wir es geschafft. Also es ist eine ganze Menge Code. Ich schaffe es nicht mal, alles hier drauf zu packen. Also ja, da muss man ein bisschen drauf gucken. Ich gehe jetzt auch einfach den Code durch. Der ist vor allem so lang geworden, weil unter anderem ich hier eine Überprüfung habe, dass die zweite Zahl negativ ist. Damit könnt ihr dann quasi alle möglichen Zahlen miteinander multiplizieren, bis quasi 11 mal 11, das ist das Höchste, was man theoretisch rechnen kann. Höher geht es nicht, weil quasi im positiven Sinne geht es bis zu 127 und im negativen geht es bis zu minus 128 und 11 mal 11 ist schon 121, also schon sehr dicht dran. Daher kann man da nicht viel weiter rechnen als 11 mal 11. Und das werde ich in diesem Video auch nicht machen, weil das auch viel zu lange dauert. Da werden wir kleinere Beispiele haben mit minus 2, 3, 6 und ich glaube 8. Ja? Und so gesehen, ja, wir haben da nicht besonders viel Zeit. Deshalb nehme ich kleinere Zahlen. Ja, wie eben schon angesprochen, die obersten 7 Zeilen hier sind zur Überprüfung quasi, ob die zweite Zahl 0 ist. Das liegt daran, dass unser Rechner in gewisser Weise funktioniert. Also grundlegend hier, die Rechnung funktioniert folgendermaßen. Wir haben eine Zahl, beispielsweise eine 4, wir haben eine zweite Zahl, beispielsweise eine 3. Und ihr wisst ja, 4 mal 3 macht 12. Und wir machen das folgendermaßen, wir nehmen die 4, addieren 4 drauf und ziehen dann von 3 1 ab. Ja? Das machen wir die ganze Zeit, bis wir dann eben 12 und 0 haben. Wenn wir von der 0 noch eine Zahl abziehen wollen, dann wird es negativ und da kommt hier unser NES16 dran. Das kommt nämlich genau nachdem hier eine 1 abgezogen wurde von der zweiten Zahl. Wenn die Rechnung negativ war, was ja in dem Fall der Fall ist, 0 minus 1 ist ja minus 1, dann springt der hierhin, wo dann das Ergebnis quasi geladen wird, es wird ausgegeben und es wird gestoppt. Ja? Und so gesehen, wenn die Zahl bereits schon negativ ist, dann würde unser NES hier natürlich völligen Blödsinn machen. Das würde dann ja im Grunde gar nichts bringen, weil es dann direkt feuern würde und dann würden wir hier direkt rausgehen. Aber deshalb müssen wir vorher überprüfen, ob die Zahl negativ ist. Wenn sie negativ ist, müssen wir sie umwandeln ins Positive und dann die andere Zahl auch einmal umwandeln. Also wir gehen jetzt einfach mal oben durch, genug erklärt. Anstelle 0 kommt LDA27, das heißt A wird geladen und in dem Fall ist 27 einfach 0. Dann Sub 30, also 30 wird subtrahiert, das ist hier, wie eben schon gesagt, unser zweiter Wert. Und wenn dieser Wert positiv ist, dann kriegen wir eine negative Zahl raus. Wenn die Zahl aber negativ ist, kriegen wir eine positive Zahl raus. Macht ja auch irgendwie Sinn. 0 minus 2 ist minus 2, aber 0 minus minus 2 beispielsweise macht wieder plus 2. Dann haben wir hier unser NES11. Wie gesagt, falls die Zahl davor positiv war, dann würden wir jetzt einfach wegspringen. Aber wenn die Zahl negativ war, dann kommt jetzt eine positive Rechnung raus. Das heißt, das hier verändert nichts. Stattdessen gehen wir einfach weiter. Wir springen zu, wir speichern die 30 ab, das war dann eben unsere ehemals negative Zahl jetzt positiv. Ich bleibe mal bei minus 2, die minus 2 wird zur 2 und dann wird das auf der Stelle abgespeichert. Dann laden wir wieder die 27 und subtrahieren diesmal die 29, also den ersten Wert. Das hat insofern Sinn, wenn wir wieder, 4 und minus 3 nehmen. 4 mal minus 3 macht minus 12, ja. Und jetzt können wir es auch so umdrehen, dass minus 4 mal 3 auch 12 ergibt.
Das heißt, wenn wir das eine umdrehen, von negativ zum positiven, dann müssen wir das andere vom positiven ins negative drehen. Daher subtrahieren wir die 29 und speichern sie auch ab. So, wenn es dann aber getan ist, dann springen wir zu Zeile 11 und überspringen hier drei Zeilen. Zu denen kommen wir gleich. In Zeile 11 laden wir dann den Wert 30. Das ist hier der zweite Wert. Und Moment, wo bin ich? Zeile 11, wir laden den Wert 30 und subtrahieren von dem 28, also eine 1. Es wird also um 1 verringert. Und wie eben schon gesagt, wenn die Rechnung negativ war, dann springen wir hier raus und laden einfach das Ergebnis. Aber in dem Fall sagen wir jetzt mal, ja, 3 minus 2, also minus 3 mal 2. Wenn wir von der 2 1 abziehen, dann haben wir immer noch 1. Das heißt, das hier passiert gar nicht, das tritt nicht ein. Wir gehen einfach weiter. Es wird nochmal abgespeichert. Dann haben wir quasi 2 und, nee, 3 und 1. Dann springen wir zur Zeile 8 hier. Der Wert 31 ist geladen und ist in diesem Fall 0. Dann addieren wir die 29, das ist hier unser Wert 1. In dem Fall würde dann minus 3 rauskommen. Und dann speichern wir den Wert wieder ab. Also 31 ist jetzt minus 3. Dann laden wir die 30 wieder, subtrahieren wieder 1 und überprüfen wieder. In diesem Fall wäre es dann 0. Also ist noch nicht negativ, also gehen wir noch weiter, wir speichern es wieder ab, springen wieder zu 8, dort wird es wieder aufaddiert, diesmal kommt minus 6 raus, dann laden wir wieder die 30 subtrahieren 1, jetzt haben wir 0 minus 1, das heißt, das hier feuert, wir gehen hier hin zur Zeile 16, wir laden die 31, in dem Fall minus 6, wir geben es aus und dann stoppen wir die Clock. Und ihr habt euch vielleicht erinnert, 3 mal minus 2 wollten wir rechnen. Und da sind dann minus 6 rausgekommen. Und das ist tatsächlich richtig. Und damit ist auch dieser Programmcode hier richtig. Und ich würde den jetzt auch mal ganz gerne ausprobieren. Und zwar natürlich hier drüben in Smart Logic Simulator. Und ich habe jetzt hier schon quasi den ganzen Befehl erklärt. Daher werde ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, wie man das alles eingibt, denn das dauert eine Weile. Also sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich dann die einzelnen Zahlen eintippe. So, da habe ich den ganzen Code eingegeben, beziehungsweise das, was wir bisher alles reinschreiben sollten. Und ja, dann geben wir jetzt hier die Zahlen ein. Ich würde sagen, ich würde ganz gerne zu Anfang 6 mal minus 2 rechnen. Minus 2 deshalb, weil es eben eine negative Zahl ist, dann können wir gleich austesten, ob es funktioniert. Und 2 heißt eben nur 2 Durchgänge, heißt es wird relativ kurz gehalten. Und eine minus 2 sieht so aus. Wir speichern sie auf der 29, auf der 30. Hier haben wir quasi die minus 128. Dann plus 64 macht ja minus 64. Plus 32 macht minus 32. Minus 16, minus 8, minus 4, minus 2. So, wenn alle an wären, dann wären das minus 1. So, es ist eben minus 2. Dann gehen wir zur 30. Stelle und speichern die minus 2 ab. Dann gehen wir zurück. Und zwar zur 29. Dann speichern wir hier eben die 6 an, ab, also 1, 1, 0. Das ist die 6. Da speichern wir. So, und obwohl ich es nicht verwendet habe, immer einmal den Programmzähler zurücksetzen. Damit probieren wir es aus. Hier haben wir den ersten Befehl. Das ist unser Lade 27. Damit wird die 27. Stelle in A geladen. Die ist in dem Fall 0. Und damit wird nichts in A gespeichert. Dann haben wir hier unser Subtrahieren. Und zwar die 28. Moment. 16, 24, 28, 30. Ah, ja, stimmt. Die 30 wird subtrahiert, nicht die 28.
Da ist die 28, das ist unsere minus 2. Und dann wird das wieder in A gespeichert. Und das ist D6, das ist die 2. Also wir haben gerade 0 minus minus 2 gerechnet, also kommt da 2 raus. Dann haben wir hier unser NES quasi. Wenn die Rechnung jetzt negativ war, also wenn wir 0 minus 2 gerechnet hätten, dann gehen wir jetzt direkt zu 11. Aber das ist nicht der Fall, deshalb passiert hier nichts für 2 Schritte. Dann haben wir hier unser Speichern. Und zwar auf das Feld 30. Dann haben wir hier wieder unser Laden. Das ist wieder unsere 27. Das heißt, A wird quasi geleert. Dann haben wir wieder unser Subtrahieren, diesmal von 29. Jetzt wird es abgespeichert in A. Und da sollte jetzt minus 6 rausgekommen sein, also minus 128, minus 64, minus 32, minus 16, minus 8. Hier wäre 4, minus 8, minus 2 quasi. Das ist also 6. Da kommt 6 raus. Minus 6, warum? Damit haben wir jetzt 6 quasi negativ gemacht. Und das sollte jetzt nochmal abgespeichert werden. Genau. Dann haben wir hier unseren Sprung zur 11 quasi. Hier wird die 30 geladen. Ist in dem Fall 2. Und jetzt wird die 28 subtrahiert, also 1. Man könnte es auch als Counter sehen, was wir hier gerade machen, nur rückwärts. 1, 0, 0. Moment, achso, das ist unser NES 16. Wenn die Rechnung negativ war, gehen wir aus der Schleife raus und würden dann abspeichern oder das Ergebnis liefern. Aber es war nicht negativ, deshalb speichern wir das jetzt wieder auf 30 ab. Und es war nur die 7, also eine 1. Aus 2 wurde 1. Und dann haben wir hier 011. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das ist unser Sprung auf die 8. Jetzt springen wir quasi wieder nach vorne. Jetzt addieren wir, jetzt laden wir erstmal die 31, die ist in dem Fall noch 0. Jetzt addieren wir zum ersten Mal den Wert, nämlich minus 6 drauf. Und jetzt sollten wir es wieder abspeichern auf 31. Jetzt wird wieder die 29, nee, die 30 geladen, ist in dem Fall 1. Und dann wird die 28 subtrahiert, in dem Fall auch eine 1. Also sollte jetzt gleich das noch unser NES bei 16, aber die Rechnung war 0, also nicht negativ. Und jetzt wird es wieder abgespeichert, in dem Fall 0. Dann haben wir hier unseren Sprung, genau, auf 8. Damit gehen wir das nochmal durch. Jetzt wird wieder die 31 geladen. Die ist in dem Fall minus 6. Und dann wird gesagt, hier addier mal die minus 6 da drauf. Damit sollte minus 12 rauskommen. Aber vorher speichern wir das ab. Und dann wird die 30 wieder geladen. In dem Fall ist sie 0. Und dann subtrahieren wir wieder die 1. Diesmal ist die Zahl negativ. Und jetzt sollte auch unser NES feuern. Also wir haben hier unser 100, das ist unser Negativsprung. Dann 10000, das ist der quasi Zeile 16 in unserem Programmcode. Und dort gehen wir jetzt hin.
Und jetzt wird quasi auf Zeile 16 ist jetzt hier unten der Befehl, dass es die 31 geladen werden soll. Es wird jetzt auch gemacht. Dann haben wir hier den Befehl, dass ausgegeben werden soll. Dann sollte es hier auch angezeigt werden. Und zu guter Letzt haben wir hier unser CLU, also unser Clock Stop. Und damit ist CS, nicht CLU, unser CS, damit wird die Clock gestoppt und der Computer bleibt im Grunde stehen. Dann schauen wir mal, was wir hier raus haben. Wir haben minus 128 plus 64 macht minus 64 plus 32 macht minus 32 plus 16 macht minus 16 und plus 4 macht minus 12. Wir haben 6 mal minus 2 gerechnet, beziehungsweise der Computer hat dann minus 6 mal 2 gerechnet und das ist exakt das Ergebnis. Ja, man könnte jetzt hier noch eine Menge rumspielen, aber das Video ist schon so lang und wahrscheinlich schaut niemand mehr das Video. Daher beende ich es jetzt hier einfach. Ja, also im Grunde kann man auch mit positiven Zahlen rechnen. Ich habe das jetzt mal mit negativen Zahlen gemacht, um eben diese Ausnahme auch zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Das Dokument hier drüben. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.